Sie haben die richtigen Mädchen ausgewählt. Das weiß ich. Es sind die 5 besten Mädchen aus unserer Schule. Allerdings ist Ihnen deine Schwester Miyuki weit voraus. Warum bist du noch hier? Ich dachte, Sie wollten mir noch irgendetwas sagen, Herr Nakata. Überlege und streng dich an. Wenn ich dir dieses Bild zeige, muss es bei dir Klick machen. Du solltest bereits unterwegs sein und die hübschen Mädchen fragen. Hast du mich verstanden? Ach, das wollten Sie von mir. Endlich begriffen. Ich freue mich auf den Sonntag. Wiedersehen. Kaum zu glauben, dass so ein Typ Lehrer ist. Masato! Hey, Masato! Alles erledigt. Die Mädchen sind einverstanden. Ich habe nur Miyuki noch nicht gefragt. Ich bin sicher, dass Miyuki mitkommen wird. Woher willst du denn das wissen? Sie sagte, dass sie nur mitfährt, wenn ich mitfahre. Am liebsten würde ich alles abblasen. Warum denn? Na, warum denn? Du bist sehr hübsch, Miyuki. Wann geht ihr mal zusammen aus? Ah, Miyuki, ich wollte dich doch noch... Halt die Klappe, ich werde sie am Sonntag nicht mitnehmen. Sei so lieb und warte draußen auf mich. Ich muss mit Moraki noch etwas bereden. Ich habe auch noch etwas zu erledigen. Ich gehe schon mal voraus. Wiedersehen. Oh, wie war das? Sie hat noch etwas zu erledigen? Mit wem? Hör mal, Masato. Warum soll sie deiner Meinung nach nicht mitkommen? Weil so ein Ausflug für sie nichts ist und weil ich finde, dass sie besser zu Hause bleiben sollte. Guten Tag. Das gibt's ja nicht. Jetzt ist er hinter Miyuki Kashima her. Das kann ich nicht zulassen. Sag das nicht, Papa. Oh, hallo, Masato. Masato, darf ich dir meinen Vater vorstellen? Du kennst ihn doch noch nicht, oder? Freut mich, Masato. Wie? Ich höre, Sie sind so etwas Ähnliches wie ein Detektiv bei der Polizei. Naja, man sagt mir nach, dass ich ein guter Polizist bin. Hör mal, Masato, hast du nicht Lust, mit mir eine Runde im Wagen zu drehen? Gut, dann komme ich auch mit. Nein, mein Schatz, du wartest im Park, bis ich zurückkomme. Ich möchte mit Masato ein Gespräch von Mann zu Mann führen. Von Mann zu Mann? Ist gut, Papa. Meine Tochter erzählte mir von eurem Ausflug. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin dagegen, dass sie mit euch am Sonntag wegfährt. Stell dir vor, es passiert irgendetwas bei dem Ausflug. Nun ja, ich bin ihr Vater und trage letztendlich die Verantwortung für meine Tochter. Das verstehst du doch, mein Lieber. Ach ja, ich verstehe sie. Allerdings möchte ich auch von mir sagen, dass ich ein Mann bin, mit dem man reden kann. Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du deine Schwester mitnimmst, werde ich mit meiner Tochter auch kommen. Und? Was hältst du von meinem Vorschlag? Sofort das Mädchen in Ruhe. Du sollst das Mädchen in Ruhe lassen. Aber was ist los? Ich mach doch gar nichts. Umso besser, dann verschwinde, sonst muss ich dich zur Polizei mitnehmen. Ja, ist schon gut. Was hast du für einen Ausweis? Oh, ach, das ist nur mein Schülerausweis. Wirklich ausgezeichnet reagiert, Masato. Also, ich erwarte von dir noch eine Antwort. Auf Wiedersehen, bis bald. Ich darf doch sicher mitfahren, oder hat mein Vater etwas anderes gesagt? Kanntest du diesen Typen? Ich kannte ihn nicht. Er wollte mich zum Café einladen. Es ist schon komisch, in letzter Zeit sprechen mich viele Jungs an. Ich weiß nicht, warum. Seltsam. Sie weiß nicht, warum. Miyuki, du kommst am Sonntag mit, weil ohne dich würde ich den Ausflug nicht machen. Und hat mein Vater im Auto nicht auf dich eingeredet und von allen möglichen Problemen erzählt?
Nein, er ist wirklich ein netter, verständnisvoller Vater. Ich finde ihn sehr sympathisch. Hör mal, Miyuki. Oh. Ja, was ist? Ach, mach nur weiter. Lass dich nicht stören. Puh. Mit dem man reden kann. Also, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du deine Schwester mitnimmst, werde ich auch mit meiner Tochter kommen. Also, was hältst du von meinem Vorhaben, Masato? Masato, ich habe ein Mückenspray gekauft. Warum gibt es denn schon wieder Mücken? Für den Ausflug. Du mit deinem süßen Blut wirst doch immer gestochen. Und da bin ich los und habe eins gekauft. Ah, das hattest du zu erledigen. Stimmt's? Mhm. Du hast doch nicht etwa geglaubt, dass ich mit irgendjemand eine Verabredung habe. Nein, nicht die Spur. Gehst du ans Telefon? Ja, ich gehe dran. Hallo, hier bei Wakamatsu. Ich bin's, Miyukis Vater. Ich habe gerade mit meiner Tochter gesprochen und so, wie ich sie verstanden habe, hast du meinen Vorschlag akzeptiert. Vielen Dank, Masato. Ja, so kann man es auch sagen. Ist deine Schwester zu Hause? Hä? Kann ich sie einen Moment sprechen? Tut mir leid, aber Miyuki ist nicht da. Ist das für mich? Ja, für dich. Oh, für mich? Wer ist denn dran? Es ist Miyukis Vater. Warum ruft er mich an? Hallo, wer ist dran? Die Stimme kenne ich. Yasujiro, der Superpolizist. Ja, er ist Miyuki Kashimas Vater. Hallo, Fräulein Wakamatsu. Ich habe keine Zeit. Ich muss noch in den Buchladen um die Ecke. Komm doch kurz rein, Miyuki. Ich muss in den Buchladen. Ach, tu mir doch den Gefallen. Na gut. Oh, hallo, Miyuki. Was für ein Zufall. Herr Nakata, was machen Sie denn hier? Ich war im Buchladen und wollte jetzt ins Café gehen. Komm, wir gehen rein. Ich bekomme nur ein Glas Wasser, bitte. Selbstverständlich. Was wolltest du im Buchladen kaufen? Ich wollte eine Straßenkarte kaufen. Hm? Das brauchst du jetzt nicht mehr. Ich habe schon eine gekauft. Ah, dann fahren Sie auch mit. Natürlich, was denkst du denn? Ich bin doch für meine Schüler verantwortlich. Ryuji, du hast dazu noch gar nichts gesagt. Fährst du denn am Sonntag nicht mit? Was? Wie bitte? Natürlich bin ich dabei. Dein Bruder und ich sind doch gute Freunde. Am Sonntag hast du gesagt, wenn ich mich erinnere. Und wo treffen wir uns? Vor dem Bahnhof, um 9. Hm? Sonntag, Bahnhof, 9 Uhr. Warum? Wusstet ihr das denn nicht? Doch, doch, natürlich. Wieso denn? Nur zur Erinnerung, man hat ja heutzutage so viele Termine, da vergisst man leicht mal einen. Warum hat man mir das nicht gesagt? Guten Abend, willkommen zu unserem Wetterbericht. Morgen wird es den ganzen Tag über wolkenlos und sehr sonnig sein. Also genießen Sie den morgigen Tag, so gut es geht. Was soll ich morgen nur zum Essen mitnehmen? Vielleicht Reisbällchen? Du hast doch bestimmt Miyuki Kashima gefragt, ob sie dir auch etwas mitnimmt. Aha. Oder? Und ich muss jetzt deshalb für den Superpolizisten etwas zu essen mitnehmen. Dank dir. Bei ihm muss man wirklich aufpassen. Ich bin richtig eifersüchtig auf Ihre Reisbällchen. Sie sind bestimmt viel besser als meine. Morgen ist unser Ausflug. Einerseits freue ich mich und andererseits nicht. Eigentlich sollte es heute sonnig und warm sein. Oh, mein Magen. Masato, du hast Hunger. Komm, Masato, die Reisbällchen habe ich extra für dich gemacht. Miyuki.
Einfach super. Ich verstehe gar nicht, wo sie bleiben. Es ist schon fast 9 Uhr. Unser Ausflug ist wegen Regen ausgefallen.